Hallo, herzlich willkommen zur Sequenz Klassen von Abbildungen. Ich möchte da für Abbildungen von einer Menge A in eine Menge B, also Abbildungen, die zu jedem x in A eindeutig ein y in B zuordnen, möchte ich auf die Begriffe injektiv, subjektiv und bijektiv eingehen. Jetzt injektiv nennt man eine Abbildung, wenn es für alle y in B, muss ein bisschen aufpassen, man geht da von der Zielmenge aus, für alle y in B höchstens ein x in A gibt. Also für alle y, für alle Elemente dort der Zielmenge, es gibt höchstens ein x in A. Dann nennt man die Abbildung injektiv. Surjektiv heißt sie, wenn man für alle y in B mindestens ein x in A findet. Das ist surjektiv. Und dann bijektiv heißt die Abbildung, wenn sie injektiv und surjektiv ist. Das heißt also, es gibt zu jedem y in B genau ein eindeutig bestimmtes x in A. Das ist dann auch die Voraussetzung, dass eine Abbildung auf dem ganzen Bereich dann invertierbar ist, dass man eine Umkehrabbildung findet, die die ganze Geschichte rückgängig macht. So was hat man bei Bijektivität sicher, sonst muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt vielleicht noch, eine Abbildung muss nicht zwingend eines der Kriterien hier erfüllen, injektiv oder surjektiv oder sogar beide. Wenn Sie als Beispiel hier die Funktion quadrieren betrachten, also wir schauen f von x nach x Quadrat und nehmen jetzt mal, oder nehmen noch die Zielmenge und die Definitionsmenge etwas genauer unter die Lupe, also nicht einfach von R nach R, oder vielleicht können wir das mal als erstes Beispiel machen, wenn wir für alle x in R starten und als Zielmenge auch R haben. Was ist dann die Funktion? Ist sie injektiv? Das würde heißen, zu jedem y in der Zielmenge gibt es höchstens ein, das ist sie sicher nicht, weil ich habe beispielsweise 2 und minus 2, die werden beide auf 4 abgebildet. Also dort habe ich mehr als 1. Beispiel. Ist diese Funktion so surjektiv? Das würde heißen, zu jedem y in der Zielmenge gibt es mindestens ein solches Element. Gibt es das? Ist es surjektiv? Das ist auch nicht der Fall. Beispielsweise für das Element minus 2, da finde ich ja keines in der Definitionsmenge, das mich zu minus 2 führt. Ja. Also weder injektiv noch surjektiv, also sicher auch nicht bijektiv. Jetzt, wie sieht es aus, wenn ich das einschränke? Ich zum Beispiel hier umgekehrt schreibe. Wenn ich hier nur die positiven reellen Zahlen inklusive 0 nehme, ist sie dann injektiv? Ja, dann ist sie injektiv, dann gibt es nämlich zu jedem yb mindestens, surjektiv mindestens so ein x in A. Also Surjektivität, hier haben wir, einzig die 0 hat nur gerade eines, aber sonst haben wir alle Werte haben sonst 2, das Positive und das Negative, 2 Werte, die all darauf abgebildet werden. Also, surjektiv hier, schauen wir es nicht hin. Wie sieht es aus, wenn ich die Definitionsmenge da diese Einschränkung mache? Dann wird die Abbildung injektiv. Ich finde zwar zu allen ein
So an positiven Werten finde ich da ein paar da, der Definitionsmenge. Zu den negativen aber keines, also habe ich dort höchstens eines, ja, weil es gibt dann auch nicht mehr als eines, ich ziehe einfach die Wurzel aus den positiven Zahlen und für die negativen gibt es keines. Also das wäre Fall für injektiv und Fall für bijektiv, noch wenn ich das zum Beispiel von R plus 0 nach R plus 0 laufen lassen würde. Das wäre gerade der Fall, wenn ich da wirklich so einen halb Parabellast habe, oder wenn ich x Quadrat einfach da auf der positiven Seite alles nehme und dann wird die Inversfunktion einfach das Wurzelziehen sein. So könnte das dann ausschauen. Gut, also letzter Fall, bijektiv. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.